Wenn wir über Wachstum reden, reden wir immer auch über Dynamik, also über Änderungen über die Zeit. In den Modellen, die wir betrachten, vergeht die Zeit in der Regel in diskreten Schritten. Also wir betrachten sozusagen Änderungen zu einzelnen Zeitschritten. Es gibt auch Wachstumsmodelle in kontinuierlicher Zeit, wo wir nicht mehr zwischen einzelnen Zeitschritten differenzieren können. Auch da werden wir Beispiele kennenlernen. Wir starten aber mal mit Modellen mit einzelnen diskreten Zeitschritten. Die sind in der Regel auch einfacher, sozusagen an die Daten sozusagen zu koppeln. Zeit wird in der Regel als Subscript von Einheiten verwendet, wenn wir verschiedene Länder miteinander vergleichen, werden die Länder als Superscript angegeben, sprich hier haben wir dass die Bruttoproduktion in 2015 in Deutschland wird eben in dem Fall wird eben Zeit hier als Subscript angegeben und die Länder eben als Superscript und die eigentliche Variable steht eben oben vorne ganz normal. Ja, also das ist sozusagen die Notation, die wir verwenden. Wenn wir uns Änderungen von Variablen anschauen, dann verwenden wir dazu den großen griechischen Buchstaben Delta. Das heißt, wenn wir die Veränderungen der Bruttoproduktion vom Zeitschritt T plus 1 im Vergleich zum Zeitschritt T darstellen wollen, dann können wir das mit, eben mit diesem Delta X hier darstellen. Wachstumsraten sind dann nichts anderes als die prozentualen Änderungen, also die Wachstumsrate von x ist einfach nur die Veränderung von x geteilt durch den Ausgangswert von x, also das Ganze, das können wir hier eben ausschreiben, also immer der neue Wert minus der alte Wert geteilt durch den alten Wert oder durch den Basiswert, und Sie haben in der Methodenveranstaltung schon kennengelernt, das ist eine schöne Vereinfachung, die häufig gerade in der empirischen Arbeit hilfreich ist, hier einfach die Differenz in den natürlichen Logarithmen einer Variable zu nehmen als die relative Änderung. Gerade wenn die Zeitschritte bzw. die Änderung nicht so groß ist, ist eine sehr akkurate Approximation, die tatsächlich einfach sehr häufig verwendet wird. Wenn wir uns Änderungen über mehrere Zeitschritte anschauen, dann verwenden wir häufig den sogenannten Wachstumsfaktor, indem wir die Änderung sozusagen im Vergleich zu einem Basiswert setzen. Das ist häufig, wenn wir uns mal Wachstumsphasen über längere Zeiträume anschauen, dann werden Sie diesen Begriff hier des Wachstumsfaktors, der wird Ihnen dann häufiger mal unterkommen. Als nächstes wollen wir uns mit unterschiedlichen Maßen für die Verwendungsarten von Output auseinandersetzen. Dabei ist wichtig festzustellen, dass wir jetzt zunächst mal uns mit geschlossenen Volkswirtschaften betrachten. Also wir schauen uns nicht die Interdependenzen von verschiedenen Volkswirtschaften in der globalen Ökonomie an, sondern wir fokussieren uns im Moment auf einzelne geschlossene Volkswirtschaften. Geschlossen bedeutet, es gibt hier keinen Handel mit anderen Volkswirtschaften. Man könnte sich jetzt aber auch so vorstellen, dass wir uns sozusagen eine große Weltökonomie anschauen, aufgrund der Einzigartigkeit von jedem Land. Es ist aber sinnvoll, erstmal zu denken, okay, wir gucken uns jetzt erstmal Modelle an, die das Wirtschaftswachstum in einem einzelnen Land versuchen zu erklären. Was in einem Land passieren kann, ist, dass Dinge, die produziert werden, die können entweder konsumiert oder können investiert werden. Ne? Empirisch fassen wir das Ganze über die Standard-Accounting-Kurse für das Bruttoinlandsprodukt, die Sie mit Sicherheit schon kennengelernt haben. Konsum plus Bruttoinvestment plus Staatsausgaben plus Nettoexporte. Nettoexporte, wie gesagt, lassen wir bei der Betrachtung von geschlossenen Volkswirtschaften erstmal außen vor. Wir werden jetzt im Folgenden auch erstmal hier die Staatsausgaben bzw. die Rolle des Staates in dem Sinne hinten anstellen, als das von besonderem theoretischen Interesse für die langfristige Entwicklung einer Volkswirtschaft ist dieser Trade-off zwischen dem direkten Verbrauch von Gütern und der Verwendung von Gütern zur Akkumulation von Kapitalgütern zentral. Ja? Im ersten Falle, also wenn Güter gleich verbraucht werden, dann schlagen wir sie dem Konsum zu. Wenn sie eben dazu verwendet werden, später Kapital zu akkumulieren und später Dinge herzustellen, die dann konsumiert werden, dann fassen wir sie unter dem Begriff des Bruttoinvestments. Das heißt, von dem Bruttoinlandsprodukt sind eigentlich hier vor allem diese ersten beiden Größen für uns jetzt in der Wachstumstheorie zunächst mal zentral. Und deswegen sprechen wir auch so von den sogenannten Output-Identitäten innerhalb von theoretischen Modellen, nämlich dass die Gesamtproduktion sich ergibt aus dem Gesamtkonsum und dem Gesamtinvestment.
Und dabei unterscheiden wir jetzt nicht, ob hier der Konsum durch Privatpersonen, Firmen oder den Staat geschieht, beziehungsweise ob die Investitionen von Kapitalisten oder vom Staat geschieht. Diese Unterscheidung machen wir jetzt erstmal nicht, sondern wir trennen einfach die Gesamtproduktion in Konsum und Investment. Ja, und das können wir genauso gut machen für die Pro-Kopf-Pendants, die hier, also hier hatten wir ja das vorher schon angegeben, klein x ist einfach groß x durch n und dementsprechend ist auch klein c ist groß c durch n und das klein i ist eben das Bruttoinvestment pro Person. Ja. Diese Unterscheidung zwischen Konsum und Investment weist auf einen zentralen Trade-off hin, der uns später noch viel beschäftigen wird und der eben dadurch besonders pointiert dargestellt wird, dass wir hier die Gesamtproduktion nur in diese zwei Aspekte aufteilen, zumindest in den aktuellen Modellen, die wir uns dann als erstes anschauen werden. Eine ganz zentrale Größe bei der Betrachtung von langfristigem Wachstum ist die Veränderung des Kapitalstocks über die Zeit und der ist eben verbunden mit diesem Trade-off zwischen Konsum und Investment. Dazu wollen wir uns erstmal aufschreiben, wie man das Wachstum des Kapitalstocks überhaupt ausdrücken kann. Und das ist jetzt hier so ein bisschen typisch. Ne? Wir versuchen uns jetzt sozusagen Formeln zusammen zu puzzeln aus den ganzen Größen, die wir bisher kennengelernt haben. Der Kapitalstock zum Zeitpunkt T plus 1, ja, also der ergibt sich zum einen aus dem aktuellen Kapitalstock. Von diesem Kapitalstock wird abgezogen all das Kapital, das abgenutzt wird. Also Delta mal K. Delta war ja die Gesamtabnutzung als Teil des Kapitalstocks. Das heißt, das hier könnten wir auch ausdrücken als die Gesamtabnutzung durch den Gesamtkapitalstock mal den Kapitalstock ist gleich. Und das ergibt dann kürzlich ja dann raus, sodass wir hier eigentlich auch einfach groß D schreiben könnten. Wir verwenden aber hier häufig immer das Delta, weil es in uns eine größere Freiheitsgrad bei weiteren Ableitungen gibt, aber nur damit Sie das sozusagen im Kopf haben, dass da nichts anderes steht. Hier können wir quasi das Ganze auch darstellen, indem wir hier 1 minus Delta, also multipliziert mit dem Kapitalstock, quasi es bleibt nur der Teil des Kapitalstocks übrig, der nicht abgenutzt ist und hinzu kommt aber der Kapitalstock, der neu geschaffen wird, sprich und alles, aller Kapitalstock, der neu geschaffen wird, geht eben auf Investitionen zurück. Daraus können wir ableiten dann die Wachstumsrate des Kapitalstocks. Bei Wachstumsraten schreiben wir immer ein kleines g und dann als Subscript die Größe, die sich verändert. Das heißt hier in dem Fall das kleine g und was verändert sich? Der Kapitalstock verändert sich. Das können wir machen, indem wir den neuen Kapitalstock dividieren durch den alten Kapitalstock und dann minus 1, damit wir eben die Wachstumsrate des Kapitalstocks bekommen. Und was wir hier eben häufig machen, ist, dass wir derlei Formeln etwas weiter umformen oder ändern, um sie in einer etwas anderen Interpretation stehen zu lassen. Das heißt, was wir jetzt hier zum Beispiel machen könnten, ist, dass wir diese gesamten Formeln hier einfach mal durch K teilen, also durch den Gesamtkapitalstock und gucken, wie wir dadurch das Ganze noch in einer etwas anderen Interpretation darstellen lassen. Das ist sowieso immer bei so Modellen, wenn Sie nicht weiter wissen, dann teilen Sie einfach durch irgendwelche Faktoren und gucken, ob da was Interessantes bei rauskommt, wie jetzt in diesem Fall hier. Hier sehen wir jetzt quasi die Veränderung des Kapitalstocks in der neuen oder der neue Kapitalstock im Verhältnis zum alten. Hier können wir sehen wir, der Kapital steht sowohl im Zähler als auch im Nenner. Das heißt, wir können das hier rausziehen und was wir hier gemacht haben, ist, wir können für das Delta einfach die Definition, die wir uns vorher aufgeschrieben haben, einsetzen und was wir dann machen können, ist, dass wir hier eben sehen, wir können das hier quasi wegkürzen. Es ergibt sich hier oben, können wir das auch wegkürzen. Es ergibt sich dann eben dieser Ausdruck hier. Und wir können dann durch die gemeinsame Basis, können wir das hier dann wiederum zusammenfassen, sodass sich hier eine alternative Formulierung für die Wachstumsrate des Kapitalstocks ergibt, nämlich einfach die Differenz zwischen investiertem und abgenutztem Kapital geteilt durch den aktuellen Kapitalstock. Ja, das heißt,
Das Verhältnis von neuem Kapitalstock zu alten ist gleich dem Verhältnis von neu geschaffenem Kapital minus zerstörtem Kapital in der aktuellen Periode. Also das quasi nur so als Illustration, was Sie häufig in den Ableitungen von den Wachstumsmodellen machen können. Wie immer ist es hilfreich, hier eine Pro-Arbeiter-Variante zu definieren, also sprich das Wachstum des Kapitalstocks pro Arbeiter. Dazu starten wir mit der uns bereits bekannten, also mit der Definition, die wir jetzt hier von oben kennen. Das ist quasi einfach das hier. Und wenn wir hier für das D von D durch K schauen wir unser, geben wir wieder unser Delta an. Und wenn wir jetzt quasi, brauchen wir nur noch diese Variablen hier durch die Anzahl der Arbeiterinnen zu teilen, weil das ja davon, das Delta davon unabhängig ist. Das heißt, wir haben hier hergeleitet die Wachstumsrate des Kapitalstocks, abgeleitet nur von pro Arbeiterinnen-Variablen, die wir eben häufig gerade, mit denen wir häufig in der Empirie zu tun haben werden. Das Ganze deutet nochmal auf den Trade-off hin, den wir vorher auch schon kennengelernt haben, nämlich den Trade-off zwischen Konsum auf der einen Seite und Investitionen auf der anderen Seite. Es geht also darum, dass in jeder Ökonomie ein Trade-off besteht zwischen Konsum in der Gegenwart und Investitionen, die den Konsum in der Zukunft in größerem Ausmaß ermöglichen. Um uns das grafisch genauer oder um diesen Trade-off grafisch genauer darzustellen, schauen wir uns folgendes Diagramm an. Ja, in diesem Diagramm haben wir hier auf der Y-Achse den gesamten Konsum einer Volkswirtschaft angegeben, auf der X-Achse die gesamten Investitionen. Es gibt hier zwei Extrempunkte, markiert hier. Es wäre theoretisch möglich, dass eine Volkswirtschaft ihren gesamten Output konsumiert. In dem Fall würde dann nichts mehr für die Investitionen übrig bleiben. Genauso gut kann die Ökonomie ihren gesamten Output investieren, dann würde eben nichts mehr für den Konsum übrig bleiben. Wenn Sie sozusagen hier zwischen den Verwendungsarten hin und her switchen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie hier eine sogenannte gebogene oder konkave Kurve sehen, also nach außen gewölbt. Das bedeutet, dass wenn Sie hier näher an die Extreme herankommen, dass Sie höhere Aufwendungen treffen müssen, um quasi die gleiche Veränderung herzubekommen. Also hier gerade am Rand müssen Sie wahrscheinlich auf viel Kapital verzichten, um höheren Konsum zu bekommen. Und hier am Rand müssen Sie wahrscheinlich auf viel Konsum zu verzichten, um etwas weniger mehr Investitionen zu bekommen, was einfach durch den Faktoraustausch bedingt ist. Davon werden wir aber hier abstrahieren. In den Modellen, die wir betrachten, gehen wir davon aus, dass dass dieser Trade-off linear stattfindet. Das heißt, wir können immer zum gleichen Austauschverhältnis Konsumausgaben in Investitionsaufgaben umwidmen oder umgekehrt. Wenn wir uns jetzt die Formeln angucken, die wir vorher eingeführt haben, können wir quasi diesen Trade-off zwischen Konsum und Investitionen auch auf Pro-Arbeiter-Investitionen darstellen. Was hier in dieser Formel, die sich, wie gesagt, aus dem Vorhergesagten ergibt, ist, steht, dass wir hier die Gesamtproduktion pro Arbeiter haben. Und alles, was da produziert wird, kann entweder konsumiert werden oder es kann zur Erweiterung des Kapitalstocks verwendet werden. Ja? Wir haben hier das Kapital pro Arbeiter, wir haben hier den Wachstum des Kapitalstocks und wir haben die Abnutzung des Kapitalstocks. Wir können das Ganze umstellen, indem wir den Konsum hier auf die linke Seite ziehen. In diesem Fall können wir sagen, dass das, was zum Konsum übrig bleibt, von der Gesamtproduktion, ist alles das, was nicht zur Instandhaltung oder Erweiterung des Kapitalstocks verwendet wird, oder eben, wenn wir hier bereits die Nettoproduktion nehmen, in der die Abnutzung des Kapitals ja schon berücksichtigt ist, bleibt eben hier sozusagen als alternative Nutzung für die Nettoproduktion der Wachstum des Kapitalstocks übrig,
Und alles, was sozusagen netto produziert wurde, aber nicht für den Wachstum des Kapitalstocks aufgewendet wird, das bleibt dann notwendigerweise für den Konsum übrig. Mit anderen Worten, für den Konsum bleibt alles von der Produktion, was nicht zur Erhaltung oder Erweiterung des Kapitalstocks verwendet wird. Dieser Zusammenhang ist total zentral und auch diesen Pro-Kopf-Zusammenhang, den wollen wir im Folgenden nochmal grafisch genauer aufschlüsseln. Wir wollen also an dieser Stelle hier nochmal den eben angesprochenen Trade-off zwischen Pro-Kopf-Konsum und Wachstum des Kapitalstocks grafisch aufstellen. Ja, und dazu malen wir uns wieder wie ein Bild wie vorher auch, nur dass wir hier auf der Y-Achse eben den Konsum pro Kopf haben und auf der X-Achse geben wir diesmal den Wachstum des Kapitalstocks an, also das, was in den Aufbau des Kapitalstocks investiert wird und die Abnutzung des Kapitalstocks. Was sind jetzt quasi die zentralen Punkte, die wir theoretisch hier schon herleiten können? Also zum einen gilt natürlich, wenn die Gesamtproduktion konsumiert wird, dann befinden wir uns hier beim Maximum auf der Y-Achse, das heißt, dann ist C gleich X. Daraus ergibt sich, dass dieser Term hier unten gleich 0 ist, das heißt, wenn der Gesamtproduktion die Gesamtproduktion nur zum Konsum verwendet wird, bleibt nichts mehr zur Erhaltung und zur Erweiterung des Kapitalstocks übrig. Sprich, der Kapitalstock verfällt über die Zeit, weil wir eben hier jede Runde den Kapitalstock haben. Teil des Kapitalstocks verfällt. Das heißt, der Kapitalstock im nächsten Zeitschritt ist kleiner als der aktuelle Kapitalstock. Das heißt, das Wachstum des Kapitalstocks ist eigentlich minus Delta. Auf der anderen Seite können wir uns natürlich auch fragen, was ist, wenn der gesamte Output investiert wird? Also quasi wenn der Konsum gleich 0 ist, also was wäre dann quasi hier an diesem Punkt? Dann wächst der Kapitalstock gemäß dieses Ausdrucks hier. Also das Wachstum ist die Kapitalintensität minus die Kapitalabnutzung. Warum? Dazu betrachten wir uns hier diese Gleichung, die wir ja oben, die wir jetzt in der Slide vorher kennengelernt haben, die ja dieser Abbildung hier oben zugrunde liegt. Wir haben hier, der Gesamtoutput kann verwendet werden in den Konsum oder eben in den Wachstum des Kapitalstocks. Wenn wir das hier auflösen, dann ergibt sich daraus eben das heißt, wir teilen hier durch das kleine k, dann ergibt sich x geteilt durch k ist gleich gk plus Delta. Und da wir ja hier vorher definiert haben, die Kapitalintensität als den Gesamtoutput pro Kapitaleinheit pro Arbeiter, ergibt sich, dass wir hier eben den Schnittpunkt mit der x-Achse als das kleine Rho haben. Das heißt, wir können hier dann sozusagen unsere Linie ziehen. Es stellt sich hier, was ist die Steigung dieser Linie? Also was ist hier der Steigungsparameter? In der Darstellung, wo wir hier oben groß C und hier groß I stehen hatten, war die Steigung minus 1. In diesem Fall ist die Steigung nicht minus 1, denn wir schauen uns hier nochmal an, wie die Formel für klein c ist. Die war ja x minus, wenn wir leicht umstellen, x minus k gk plus Delta. Das heißt, was hier der Steigungsparameter ist, ist es minus k. Entsprechend ergibt sich hier die Steigung nicht minus 1, sondern die Steigung minus k. Wir können dann jetzt hier mit dieser Grafik noch ein bisschen weiter rumspielen und uns fragen, was andere relevante Punkte sind. Also wir könnten uns zum Beispiel fragen, was passiert eigentlich an den Punkten, wo der Kapitalstock konstant bleibt. Na, wo bleibt der Kapitalstock konstant? Dann müssten wir hier unten an den Punkt gehen, wo wir hier Delta stehen haben. Der neu geschaffene Kapitalstock gleich dem abgenutzten Kapitalstock ist, dann bleibt der Kapitalstock als Ganzes bleibt er dann gleich. Und wir könnten uns dann fragen, zu welchem Punkt korrespondiert oder zu welchem Konsumpunkt
korrespondiert dieser Punkt des gleichsteigenden Kapitalschocks? Er korrespondiert natürlich zu der Nettoproduktion, nämlich der Produktion, nachdem für die Abnutzung des Kapitals kontrolliert wurde. Ja, also das heißt, wir hätten hier jetzt unser Y stecken. Also wenn der Kapitalstock konstant bleibt, also der Wachstum des Kapitalstocks gleich Null ist, dann gilt, dass der Konsum gleich dem Netto gleich der Nettoproduktion ist. In dem Sinne wird einfach von jedem Arbeiter die Nettoproduktion konsumiert und der Rest eben zum Ausgleich für die Kapitalabnutzung verwendet. Wenn wir uns jetzt den Punkt hier angucken, einen beliebigen, das können wir auch machen, wir können uns hier auch einen beliebigen Konsumpunkt anschauen und uns angucken, zu welchem, wie denn hier der Wert unten, also der Wachstum des Kapitalstocks und die Abnutzung, wie sich die aufteilt. Wir haben dann hier für diesen Teil, haben wir auf jeden Fall den Konsum. Wir haben dann hier, wenn wir diese gestrichelte Linie weiterführen, dann würde dieser Teil der Linie hier korrespondieren zu dem Teil des Kapitalstocks, der neu geschaffen werden wird. Und dieser Teil, der dann hier oben fehlt zur Gesamtproduktion, das ist der Teil der Produktion, der verwendet wird, um die Abnutzung des Kapitals auszunutzen. Und diese beiden Werte hier, die können wir zusammenfassen zu der Bruttoinvestition. Und hier sehen wir jetzt aus dieser Gleichung, die ich jetzt eigentlich vollends mittlerweile unübersichtlich gemacht habe, hier haben wir Gesamt-X. Gesamt-X setzt sich zusammen, zum einen aus dem Teil der Bruttoinvestition hier, und der dem Konsum hier. Ja. Das heißt, wir sehen in dieser grafischen Darstellung auch nochmal die ganzen Gleichungen, die wir vorher gesehen haben, sozusagen repräsentiert. Also das Ganze habe ich jetzt hier wohlwissentlich vorher nochmal in Reihenform dargestellt. Sie sehen eben hier gerade an diesem Punkt, wo wir für ein beliebiges Konsumlevel uns hier die Korrespondenz der Veränderung des Kapitalstocks anschauen, dann können wir eben, wenn wir hier hochgehen zu den Linien von Y und X, hier auch nochmal sehen, wie sich hier die Zusammensetzung oder die Gesamtverteilung des Outputs sozusagen auch in dieser Darstellung konsistent darstellen lässt. Und diese Darstellung, die wird uns noch häufig unterkommen, die ist nämlich sehr hilfreich, wenn wir nämlich auch empirische Ökonomien miteinander vergleichen können. Wir können nämlich diese ganzen Werte hier, die können wir ja beobachten, und es ist ganz, ganz illustrativ, sozusagen echte Ökonomien auf dieses Bild hier zu mappen und dann miteinander zu vergleichen und dabei dann halt eben Patterns auch zu identifizieren, die wir dann später mit unseren Wachstumsmodellen erklären wollen. Wenn an dieser Stelle hier schon mal eine der versprochenen weiterführenden Fragen, rein optional natürlich. Es waren jetzt einfach sehr viele neue Größen, die eingeführt wurden. Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen mitgeschrieben und sind dann vielleicht nicht ganz so verwirrt geworden wie ich am Anfang. Mir hilft es immer, solche Sachen sich einfach empirisch mal anzugucken. Ich habe Ihnen die ganzen relevanten Datenquellen ins Moodle gestellt. Insbesondere ist interessant diese Extended Pan World Table. Da sind nämlich die gesamten Größen, über die wir bisher gesprochen haben, drin. Und wahrscheinlich ist es hilfreich, einfach mal diesen Datensatz zu nehmen und für verschiedene Länder die Aufteilung der Gesamtproduktion in Konsum, Investment und Abnutzung einfach für ein paar Jahre mal zu vergleichen. Ja, machen Sie das einfach mal, suchen Sie sich eine Visualisierungsform raus, wahrscheinlich eignet sich da ein Linien- oder ein Barplot, und stellen Sie das mal dar, und dann können Sie zum einen nicht nur Ihre Visualisierungsskills wiederholen, sondern es hilft wahrscheinlich auch, so in diesem Wirrwarr von verschiedenen Größen den Überblick zu behalten.